Und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Warum ist das so ein wichtiger Vers? Und es gibt Leute, die behaupten, wenn dann Jesus wiederkommen wird in den Wolken, dann werden die Juden ihn sehen und an ihn glauben. Aber macht das wirklich Sinn? Ich meine, warum müssen wir an die Bibel glauben? Weil wir eben nicht das alles sehen, was die Bibel beschreibt. Deswegen müssen wir eben glauben. Würden wir alles sehen, dann bräuchten wir keinen Glauben. Also nein, wenn die Juden Jesus in Wolken wiederkommen sehen, und sie werden ihn wiederkommen sehen, denn was lesen wir in Offenbarung Kapitel 1, Vers 7? Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Also wir werden dabei sein als Christen, wenn Jesus wiederkommt in den Wolken. Ja, keine Entrückung vor der Trübsal. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, bezogen auf Juden. Ja, Juden werden auch dabei sein. Sie werden ihn kommen sehen. Sie werden aber nicht an Jesus Christus glauben, wenn sie ihn kommen sehen. Denn du musst an Jesus Christus glauben. Du musst an das Wort Gottes glauben. Und was sagt Jesus? Er tat dort nicht viele Wunder. Oder was sagt die Bibel hier? Er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Also, Juden glauben nicht an Jesus Christus. Jesus wird kein Wunder für sie tun, sodass sie an ihn glauben. Du musst eben an das Wort Gottes glauben. Und ein Wunder wird jemandem, der sowieso nicht an das Wort Gottes glauben will, auch nicht helfen. Denn es ist eben Glaube und nicht Sehen. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen, sagt die Bibel. Er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Habe nicht diese Haltung von wegen, ach, wenn sie nur irgendwie ein Wunder sehen würden, die Atheisten, dann würden sie glauben. Oder wenn die Juden dann Jesus in den Wolken kommen sehen, dann werden sie glauben. Nein, sie werden nicht glauben. Sie haben Jesus das erste Mal kommen gesehen und haben ihn nicht an ihn geglaubt, sondern ihn gekreuzigt. Warum sollten sie das zweite Mal glauben? Das macht keinen Sinn. Das ist bescheuert. Aber es gibt diese Haltung. Oder Leute wünschen sich, dass Atheisten irgendein Wunder sehen und dann werden sie glauben. Nein, die Bibel sagt, er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Gerade weil sie nicht glaubten, hat Jesus kein Wunder getan. Oder nicht viele Wunder getan. Ja. Genauso wie die schriftgelehrten Pharisäer zu Jesus kamen und sagten, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Was hat Jesus gesagt? Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Was ist das Zeichen des Propheten Jona? Es symbolisiert im Grunde genommen Jesu Kreuzigung, Begräbnis und Auferstehung. Denn Jona war eben im Bauch des Fisches, gleich wie der Sohn des Menschen, 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein wird, sagt Jesus. Jesus ist zur Hölle gefahren. Das wird symbolisiert dadurch, dass Jona im Bauch des Walfisches war. Und der Wal hat dann Jona aber wieder ausgespuckt, was die Auferstehung symbolisiert. Und das ist das einzige Zeichen, das sie bekommen. Das Evangelium. Sprich, glaubt an das Evangelium, ohne irgendwelche Wunder zu sehen.